Bürger kämpfen weiter. Die Bürgerinitiative Schönes Cottbus bleibt gegenüber der geplanten Grünfläche am Blechenkarree misstrauisch. Falls innerhalb von 4 Wochen keine Arbeiten auf der Brachfläche beginnen, planen sie weitere Aktionen. Eine endgültige Entscheidung will der Investor erst Anfang 2020 treffen. Die Bürgerinitiative deutet das als Verzögerungstaktik. Konzernen das Investieren schmackhaft machen. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten fordern, die EU-Fördermöglichkeiten für Großkonzerne zu ändern. Dazu ist Ministerpräsident Dietmar Woidke zusammen mit seinen Kollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt nach Brüssel gereist. Dort haben sie mit Vertretern der EU-Kommission gesprochen. Es soll großen Unternehmen möglich sein, Geld aus EU-Fördertöpfen zu bekommen. Damit soll der Kohleausstieg leichter gelingen. Gute Chancen im Handwerk. Bei der Handwerkskammer Cottbus sind noch über 400 freie Lehrstellen gemeldet. Alle Ausbildungsplätze sind unter hwk-cottbus.de/lehrstellen einsehbar. Vor kurzem hat sich Florian Elias Kockert aus Cottbus einen seltenen Ausbildungsplatz gesichert. Der 17-Jährige macht eine Ausbildung zum Parkettleger. Das Unternehmen Parkettkutscher bildet damit zum ersten Mal aus. Die Handwerkskammer wünscht sich mehr junge Menschen, die sich für eine Ausbildung im Handwerk interessieren.